Das hat mich an die beste Bayern-Zeit von Uli Hoeneß erinnert. Mich hat das höchstens an die schlimmsten Zeiten des FC Hollywood erinnert. Die Bayern-Bosse haben alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht? Die haben ein riesen Chaos angerichtet. Ah, wen haben wir denn da? Hirse, du siehst ja mit deiner Mütze aus wie Thomas Tuchel. Willst du vielleicht einmal kurz erklären, warum du sie trägst? Wer kann denn damit rechnen, dass du das wirklich schaffst? Ganz genau. Ich bin den Berliner Halbmarathon in weniger als 2 Stunden gelaufen. Du hast nicht an mich geglaubt. Wir haben gewettet, das ist die Quittung. Bitteschön. Schwamm drüber. Lass uns über wirklich wichtigere Themen sprechen. Und da gibt's ja eigentlich aktuell nur eins. Na klar, der Zoff zwischen Bayerns Vorstandschef Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus, der beweist endgültig, dass sie bei Bayern den Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel nicht auf die Reihe bekommen haben. Quatsch, das war doch ein Top-Auftritt von Kahn. Das hat mich an die beste Bayern-Zeit von Uli Hoeneß erinnert. Mich hat das höchstens an die schlimmsten Zeiten des FC Hollywood erinnert. Die Bayern-Bosse haben alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht? Die haben ein riesen Chaos angerichtet. Aber was meinst du denn? Nagelsmann hat seinen Rauswurf aus den Medien erfahren. Seine Berater und auch Lothar Matthäus werfen den Bayern Lügen vor. Ja, aber Kahn und Salihamidzic können doch nichts dafür, dass die Info vorab rauskam. Sie wollten doch Nagelsmann als erstes informieren. Die sind doch kein Bezirksligist. Die müssen mit sowas rechnen. Aber es geht hier doch nicht um Nagelsmann. Es geht um den großen FC Bayern. Und der hat offenbar seine Werte über Bord geworfen. Der wichtigste Wert ist sportlicher Erfolg. Tuchel ist besser als Nagelsmann. Punkt. Kein Punkt. Du brauchst doch für so einen fundamentalen Trainerwechsel ein Kommunikationskonzept. Was denn für ein Konzept? Na, einen Plan. So hat der Sportvorstand gesagt, dass es zwischen den Spielern und Nagelsmann nicht gepasst hat. Und die Spieler sagen das genaue Gegenteil. Das ist eine Katastrophe. Wenn der FC Bayern am Ende alle 3 großen Titel holt, kräht am Ende kein Hahn mehr nach den 2, 3 Kritikern hier. Ach, Hirse, wo ich dich so anschaue, weißt du, warum du die Mütze immer tragen solltest? Hä? Nee, was willst du denn? Weil du ja ohnehin jede Woche auf die Mütze kriegst. Boah. Na, Hut ab, Flo. Toller Gag.